Ihre technische Grundlage existiert bereits seit knapp 40 Jahren. Sie finden Einsatz in Medizin, Industrie und Privathaushalten und sind im Stillen dabei, unser aller Leben zu verändern. Und trotzdem scheint die breite Masse sie kaum zu kennen. Grund genug für mich heute mal zu fragen, was sind eigentlich 3D-Drucker? Und wie verändern sie unser aller Leben? Die Geschichte des 3D-Drucks beginnt in den 80er Jahren, genauer gesagt mit diesem Mann. Chuck Hall erfindet 1981 die Stereolithografie, ein Verfahren, bei dem ein Objekt frei im Raum durch materialisierende Schichten aufgebaut wird. Als diese Technik 1983 dann in die Tat umgesetzt wird, ist sie nicht nur technisch beeindruckend, nein, sie ebnet auch den Weg für die Geräte, die wir heute als 3D-Drucker kennen. Genau wie bei der Stereolithografie handelt es sich auch beim 3D-Druck um ein sogenanntes additives Fertigungsverfahren. Hierbei entsteht Schicht für Schicht ein Objekt. Es wird Ebene für Ebene, Material zu Material addiert. Hierfür nutzen die meisten heimischen 3D-Drucker Kunststoffe, das sogenannte Filament. Oft zum Beispiel PLA oder ABS. Exoten wie Filament mit Holzanteil oder Biofilament aus Algen existieren jedoch genauso wie Filamente, die die Optik von Metall oder Stein nachahmen sollen. Dieses Filament wird dann zum sogenannten Extruder geführt, wo es je nach Druckmaterial auf ca. 200 Grad Celsius erwärmt wird und schließlich über die Düse auf das Druckbett gelangt. Nun fährt der Kopf all jene Stellen einer Ebene ab, auf die Material gelangen soll. Letztlich fährt der Druckkopf dann eine Ebene nach oben und wiederholt den Vorgang. So entsteht, je nach Objekt- und Druckermodell, über Stunden ein real existierendes Objekt, welches sich zuvor am Computer auf alle erdenklichen Arten und Weisen anpassen lässt. Denn alles, was gedruckt wird, beginnt hier, am Computer in Programmen wie Cura 3D. Die sogenannten Slicer teilen 3D-Modelle in hauchdünne Ebenen und berechnen dann den besten Weg des Druckkopfes, um das gewünschte Modell so effizient wie möglich zu drucken. Ist das Slicing dann abgeschlossen, wird die Datei letztlich auf eine SD-Karte gespielt und zum Drucker gebracht. Um aber verstehen zu können, was den 3D-Druck nun wirklich so genial macht, müssen wir noch einen Schritt zurückgehen, noch vor das Slicing. Genauer, zurück zu den 3D-Modellen. Diese werden in Programmen wie Blender, Fusion oder auch FreeCAD erstellt. Hier hat der Benutzer die Möglichkeit, natürlich immer im Rahmen seiner eigenen Fähigkeiten, prinzipiell jedes 3D-Objekt zu erstellen, welches sich an die Begrenzung der Druckplatte und natürlich den Durchmesser der Düse hält. Die Möglichkeiten sind hierdurch faktisch unbegrenzt. Und selbst Nutzern, welche sich nicht so gut mit Modellierungen auskennen, steht hier immer noch eine der größten Stärken des 3D-Drucks zur Seite. In den 70er Jahren selbst noch ein Nischendasein fristend, ist es heute das Internet, welches das Leben der 3D-Druckgemeinschaft extrem erleichtert. Denn wie so oft, wenn es um das Netz geht, ist es eigentlich ganz einfach. Wann immer man eine scheinbar neue Idee hat, ist die Chance sehr hoch, dass es irgendwo da draußen schon jemanden gab, der sie bereits umgesetzt hat. So bieten Seiten wie Jaggi, Thingiverse und Co. hunderttausende druckfertige Modelle. Von Ersatzteilen für Kühlschränke und Autos über Kameraadapter, Kopfhörer und Kabelhalterungen, Blumenvasen und Dekoartikeln, Handyhalterungen, Webcam-Covern, GoPro-Accessories, Gardinenstangen und Drohnenteilen, egal ob Ersatzteil oder komplette Neuentwicklung, solange es denk- und modellierbar ist, ist es wahrscheinlich auch druckbar. Besonders praktisch für Anfänger, auch bereits fertige Modelle von Thingiverse und Co. lassen sich in Programmen wie Tinkercad mischen und ganz einfach anpassen, ganz ohne Vorkenntnisse im Bereich 3D-Design oder Modeling. Der perfekt auf die eigenen Kopfhörer abgestimmten Halterung steht also auch als blutiger Anfänger eigentlich nichts mehr im Wege. Eine weitere große Besonderheit, je nach Feinheit des Druckes ist es sogar möglich, bewegliche Teile zu drucken, in einem Durchgang, ohne jegliches Zusammensetzen, Schrauben oder Kleben. Spätestens an diesem Punkt wird klar, was 3D-Druck wirklich bedeutet. Er ermöglicht es jedem, so gut wie alles zu drucken, was sich als 3D-Modell abbilden lässt. Beispielsweise sind Trichter, Kabelführungen, Gardinenhalter und Kamerazubehör aus dem 3D-Drucker mittlerweile fester Bestandteil meines Alltags. Denn besitzt man erstmal einen 3D-Drucker, gibt es kaum eine Bastelarbeit, bei dem einem der Satz "Hey, könnte ich da nicht vielleicht auch was drucken?" nicht in den Kopf kommt. Und das ist gleich aus mehreren Gründen extrem praktisch.
Nehmen wir hierfür das Beispiel Kopfhörerhalterung zur Hand. Zunächst wäre da die Zeitersparnis. Denn während es stimmt, dass die meisten 3D-Drucker heute noch relativ langsam sind, so haben sie trotzdem, gerade beim Thema Ersatzteile, meist die Nase vorn. Denn sucht man nun gerade das eine Ersatzteil für den Kühlschrank, diesen Haken oder eben diese eine Kopfhörerhalterung, so ist die Wahrscheinlichkeit, diese im Einzelhandel in der Stadt zu bekommen, relativ gering. Mit dem 3D-Drucker vergeht großzügig geschätzt eine Stunde für das Heraussuchen und Anpassen des Modells, vielleicht noch 15 Minuten für das genaue Kalibrieren des Druckers und dann in diesem Fall ca. 4 bis 5 Stunden Druckzeit, in denen wir dem Drucker aber nur ab und zu über die Schulter schauen müssen, um zu gucken, ob auch wirklich alles richtig läuft. Nach maximal 6 Stunden und nur ca. einer Stunde aktiven Arbeitsaufwands erhalten wir so also ein komplettes Produkt und haben damit sogar unseren besten Freund Jeff und sein Prime Shipping abgehängt. Ebenfalls praktisch, eventuelle Versandkosten werden ebenso wie unnötige Verpackungen und CO2 für den Versandweg komplett eingespart. Und für wen das alles noch nicht reicht, folgt jetzt der Preisvergleich. Zahlen wir auf Amazon zwischen 7 bis 10 Euro für die einfachsten Halterungen, kostet uns der 3D-Druck je nach Größe zwischen 40 und 70 Cent. Und auch die Drucker selbst sind, entgegen der noch landläufigen Meinung, deutlich günstiger geworden und starten jetzt bei ca. 170 Euro für einen vernünftigen Drucker wie zum Beispiel meinen Ender 3 Pro hier, mit dem bereits solche detailverliebten Drucke wie dieser hier möglich sind. Und ja, was macht man eigentlich, wenn man am Sonntag einen Trichter braucht und gerade keinen zu Hause hat? Ihr kennt die Antwort. Der 3D-Druck ist also auf dem besten Weg, die Produktion und vor allem die Verfügbarkeit von Waren drastisch zu verändern. So sind hochspezifische Bauteile nicht mehr kompliziert zu beschaffen, sondern innerhalb von wenigen Stunden direkt vor Ort. Eine Eigenschaft, welche den 3D-Druck gerade in der Wirtschaft extrem beliebt macht. So zum Beispiel auch in der Fahrradindustrie. Gerade in der Produktentwicklung bieten 3D-Drucker hier enormes Potenzial. Wurden früher zum Beispiel Prototypen eigens in einer Schlosserei angefertigt, welche dafür viel Zeit, Spezialwerkzeug und damit auch Geld benötigte, übernimmt das heute der Drucker. Die Folge? Drastische Zeitersparnis zwischen Anpassung der verschiedenen Versionen und das wiederum spart natürlich vor allen Dingen eins, und das ist Geld. Aber auch abseits vom Zweirad hält die Technologie Einzug. Porsche beispielsweise arbeitet an 3D-gedruckten und somit frei individualisierbaren Schalensitzen und auch Bugatti setzt zwecks Gewichtsreduzierung im Bugatti Chiron Pur auf Auspuffblenden aus dem 3D-Drucker. Noch weiter bringt es der japanische Hersteller Honda. Hat dieser bereits 2016 ein äußerlich komplett modulares Elektroauto aus dem 3D-Drucker vorgestellt, arbeitet man jetzt sogar an den tragenden Teilen innerhalb des Motors und konnte so unlängst eine Kurbelwelle herstellen, welche mittels 3D-Druck über 50% leichter ist als herkömmliche Modelle. Mercedes geht sogar so weit, die eigene Lkw-Sparte als Technologieführer beim Einsatz von 3D-Druckteilen zu betiteln und stellt seit über 30 Jahren Ersatzteile im Druckverfahren her. Es wird also klar, selbst wenn es der breiten Masse noch nicht bewusst ist, 3D-Druck führt kein Nischendasein. Vielmehr ist es eine Technologie, die ihre Nische schon lange verlassen hat und dem Begriff Zukunftstechnologie somit eigentlich gar nicht mehr so richtig gerecht wird. Zum Teil lässt sich dieser Siegeszug auch mit der Flexibilität des Verfahrens erklären. Denn wer gerade aufmerksam zugehört hat, dem dürfte klar sein, tragende Motorteile aus Plastik? Das kann nicht funktionieren. Geht man beim eingangs erwähnten Kunststofffilament PLA von einer Schmelztemperatur von ca. 150 bis 160 Grad aus, so dürfte von Hondas Kurbelwelle bei einer Motorinnenraumtemperatur von ca. 400 Grad bereits nach wenigen Metern nicht mehr als ein flüssiges Häufchen Elend übrig bleiben. Und ja, das wäre auch so, wenn denn die Kurbelwelle aus PLA wäre. Tatsächlich ist nämlich das Kunststoffverfahren, welches eingangs gezeigt wurde, bei weitem nicht das einzige bekannte 3D-Druckverfahren. So werden zum Beispiel besonders im medizinischen Bereich Verfahren genutzt, bei denen der Kunststoff durch gezielte Beleuchtung mit UV-Strahlung aushärtet, was präzise Drucke im Bereich von Mikrometern ermöglicht. Zum Beispiel, um winzig kleine Köpfe für minimalinvasive Kameras zu drucken oder aber auch für Prototypen in der Elektrotechnik. Im medizinischen Bereich findet der 3D-Druck zudem besonders bei individuellen chirurgischen Instrumenten und Prothesen Verwendung, die mit diesem Verfahren um ein Vielfaches schneller und genauer an den Patienten angepasst werden können. Und spätestens das individuell angepasste Gelenk aus Metall verrät uns dann auch, wie Honda Motorteile drucken kann. Genau wie metallische Teile aus der Medizin wird nämlich auch unsere Kurbelwelle im sogenannten SLM-Verfahren gefertigt. Und das lässt nicht nur Technikherzen schmelzen.
SLM steht hier nämlich für Selective Laser Melting oder zu Deutsch selektives Laserschmelzen. Hierfür wird das Metall, zum Beispiel Aluminium, als Pulver auf die Druckfläche aufgetragen. Nun fahren Laser über die Druckfläche, welche das Pulver punktuell so stark erhitzen, dass die Metallpartikel selektiv und präzise miteinander verschmelzen. Nun wird die Druckfläche abgesenkt, neues Pulver aufgetragen und der Vorgang so oft wiederholt, bis das gewünschte Modell fertiggestellt wurde. Die Vorteile liegen auch hier wieder auf der Hand: Individualität, Geschwindigkeit und Materialersparnis. Denn genau wie bei den vorangegangenen Verfahren wird auch hier eben nur Material verbraucht, wo es wirklich benötigt wird, während Formen ermöglicht werden, die zuvor nur sehr schwer oder gar nicht umsetzbar gewesen wären. So wundert es letztlich wohl auch nicht, dass schätzungsweise bereits ein Drittel der Pharmakonzerne bereits mit 3D-Druck arbeiten. Und selbst wenn die Anwendung am Patienten wohl leider noch in weiter Ferne liegt, führt man sich vor Augen, dass es israelischen Forschern bereits im April 2019 gelungen ist, einen kleinen Prototypen eines menschlichen Herzens zu drucken, zeigt es doch eindrucksvoll, welch große Rolle 3D-Drucker in der Zukunft spielen könnten. Bis hierhin haben wir festgestellt, dass es verschiedenste 3D-Druckverfahren gibt, womit nahezu jedes Material irgendwie verarbeitet werden kann. Von PLA über Biokunststoff aus Algen, über Filament mit Holz zu setzen, Drucke mit Hilfe von UV-Strahlung bis hin zum Druck mit Metall in Medizin und Industrie. Es gibt jedoch einen Bereich des 3D-Drucks, welchen wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich deutlich häufiger sehen werden. Und das liegt vor allem an der schieren Größe seiner fertigen Modelle. Denn ein Material, was sich mit Hilfe spezieller Mischungen auch in ein Filament verwandeln lässt, ist Beton. Allen voran scheint hier Episcore zu sein. Frei nach dem Firmenmotto Building the Future Today war die russische Firma 2017 das erste Unternehmen, welches ein komplettes Haus druckte. Das Besondere, mit einigen menschlichen Helfern für Malerarbeiten, Verkabelung und Verglasung dauerte der ganze Prozess gerade einmal 24 Stunden. Zwar war das Haus mit 38 Quadratmetern zugegeben nicht besonders groß, sollte aber auch nur ein Startschuss für weitere Entwicklungen sein. Denn dass diese Idee nicht nur in Russland Anklang findet, zeigt die aus Texas stammende Firma Econ, welche bereits bezugsfertige Eigenheime ab $6.000 für ca. 60 Quadratmeter anbietet. Ermöglicht durch Vereinfachungen in Planung, Verkürzung der Bauzeit und Verringerung der Kosten. Aus einer Kooperation Econs mit der Non-Profit-Organisation New Story entstand Mitte 2019 dann auch das Projekt, eine komplette Sozialsiedlung mit 50 Gebäuden in El Salvador entstehen zu lassen. Und auch wenn sich aktuell nur der Bau zweier Häuser direkt belegen lässt, zeigt das Projekt dennoch, was mit einer flächendeckenden Verbreitung der Technik möglich wäre. Einen ganz anderen Aspekt stellte ebenfalls 2019 die Technische Universität Eindhoven beim Bau ihrer kleinen 3D-Haussiedlung in den Vordergrund. Effizienz. So heißt es auf Edison Media, die Häuser werden allen modernen Komfortansprüchen gerecht. Ein großer Vorteil? Da Beton durch die Drucktechnik viel genauer und effizienter eingesetzt werden kann, braucht es viel weniger des Materials für ein Haus. Das verbessert auch die CO2-Emissionen. Schließlich ist die Betonproduktion nicht gerade umweltfreundlich. Das ist durchaus einleuchtend. Denkt man allein an all den überflüssigen Baustoff und Beton, der sonst von Hand zwischen den einzelnen Steinen während des Baus wieder abgespachtelt wird. Ebenfalls ein großer Vorteil, komplizierte Formen, welche vorher kaum oder nur per Gussverfahren und unter hohem Materialverlust möglich waren, lassen sich jetzt einfach Schicht für Schicht präzise auftragen. Knubbelig, rund oder kantig, alles kein Problem. Der 3D-Betondruck läutet den Wandel in der Bauindustrie ein, denn er schafft die Option, fast jede Form zu konstruieren und Architekten können damit auch sehr feine Betonstrukturen entwerfen, heißt es von der Uni. Betrachtet man all diese Vorteile, ist es wohl kein Wunder, dass sich der 3D-Druck beim Häuserbau rasant weiterentwickelt. Episcore zum Beispiel hat erst im Oktober 2019 bekannt gegeben, einige Zeit zuvor für die Stadtverwaltung Dubais ein Gebäude innerhalb von nur 17 Tagen und mit nur 3 festen Bauarbeitern gebaut zu haben. Es ist mit 640 Quadratmetern Fläche auf 2 Stockwerken damit das aktuell größte Gebäude, welches mittels 3D-Druck gebaut wurde. Und wohl trotzdem nur ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie sehr der 3D-Druck die Bauindustrie verändern wird. Drucker geben uns die Möglichkeit, verschiedenste Materialien teils um Mikrometer genau zu platzieren und Kombinationen aus Modellen, Materialien und Formen zu erschaffen, welche zuvor nie möglich gewesen wären. Sie geben die Möglichkeit, schnell und effizient auf Veränderungen zu reagieren und zum Beispiel Versand- und Transportkosten einzusparen, während sie durch Materialeffizienz die Umwelt entlasten können.
Sie geben uns die Möglichkeit, nahezu alles zu drucken, was man sich vorstellen kann. Vom personalisierten Kniegelenk über Herzen, Kopfhörerhalterungen zu LKW-Ersatzteilen bis hin zu ganzen Sozialwohnungen. Trotz alledem sind natürlich auch 3D-Drucker nicht perfekt. Meiner Meinung nach brauchen wir mehr ökologisch abbaubare Filamente für den Hausgebrauch, eine einfachere Kalibrierung der Drucker und vor allem eine höhere Druckgeschwindigkeit. Außerdem muss immer klar sein, wenn ein Druck fehlschlägt, hat man extrem effizient ein komplett nutzloses Objekt aus Plastik geschaffen. Ein Objekt, für welches Plastik hergestellt, verpackt, versendet und durch die Welt geschickt wurde. Nur um es dann in veränderter Form in den Müll zu werfen. Und trotzdem ist eines schon jetzt ganz klar. Genau wie dieses Internet damals, ist der 3D-Druck heute eben auch keine Nischentechnik, welche nur in die Hinterzimmer von Nerds gehört. Denn selbst wenn mich dieses ganze Technikzeug überhaupt nicht interessiert, sind 3D-Drucker immer noch ein unglaublich flexibles Werkzeug, welches im Privaten, der Medizin und der Wirtschaft Möglichkeiten eröffnet, die bis vor einigen Jahren noch absolut unmöglich waren. Und so sind es am Ende auch 3D-Drucker, die unsere Zukunft mit aufbauen. Langsam, präzise und stetig. Schicht für Schicht.